Hallo meine lieben Wagen, herzlich willkommen zu eurer Legung für den Monat Dezember. Ergänzend zu eurem Sonnenzeichen, sprich Sternzeichen, könnt ihr auch die Videos nach eurem Aszendenten und Mondzeichen schauen. So, wollen wir doch mal schauen, was die Wagen hier erwartet im Monat Dezember. Der Anfang des Monats. Der Stern, das fängt ja gut an. Die Herausforderung, die will sich noch nicht zeigen. Die Chance zeigt sich auch noch nicht. Und das Ergebnis. Oh, was ist denn da los? Okay, also zu Anfang des Monats sieht es schon mal gut aus. Es könnte sehr gut sein, dass du dich hier mit, dass du Zukunftspläne schmiedest. Dass du generell in einer Energie bist, in einer sehr visionären Kraft. Dass du dich damit beschäftigst, wie soll es jetzt in Zukunft weitergehen. Was will ich erreichen? Was sind meine Hoffnungen? Was sind meine Träume? Was sind meine Wünsche? Die Wünsche fürs neue Jahr, für dein Leben, für deine Zukunft. Was willst du erreichen? Wo willst du hingehen? Es kann auch sehr gut sein, dass du zu Anfang des Monats in einer Energie bist, die sehr stark von Wünschen und Träumen, dass die irgendwie damit zusammenhängt. Vielleicht erfüllt sich ein Traum, ein Wunsch geht in Erfüllung. Etwas, was du dir gewünscht hast, wird wahr. Das müssen nicht immer so große, welterschütternde Dinge sein, ja, wo wir denken, wow, ja, jetzt endlich ein großer Wunsch, der in Erfüllung geht. Das können auch kleine Dinge sein, ja. Du wünschst dir vielleicht, weiß ich nicht, du besuchst jemanden und du wünschst dir, dass vielleicht eine ganz bestimmte Person auch da ist. Was weiß ich, du machst einen Besuch bei deiner Tante und du wünschst dir, dass dein Onkel auch da ist. Weil es könnte ja sein, dass er auf der Arbeit ist und dann kommst du da hin, dann ist er da. Ja, und dann denkst du, ach toll, ja schön, dass ich dich sehe, was weiß ich nicht was. Das ist jetzt ein blödes Beispiel. Kann sonst was sein, kann eine Kleinigkeit sein. Irgendwas, was du dir einen Tag einfach mal wünschst und sagst, ach, das wäre doch mal schön. Und dann erfüllt sich das. Kann auch was Größeres sein. Aber generell hängt es hier mit dem Thema Wünsche, Träume, Hoffnungen, Visionen zusammen. Und die du dann letztendlich auch für deine Zukunft hier schmiedest. Also ich glaube, dass du auch gerade so dabei bist, so deine Zukunft zu weben. Ja, dass du dich damit beschäftigst, wo es jetzt hingeht. Ne? Schauen wir mal, was ist die Herausforderung, die Neun der Kelche. Es könnte sein, dass du diesen Monat vielleicht dich schwer tust, mal locker zu lassen oder vielleicht auch mal einfach in Partystimmung zu gehen. Vielleicht bist du noch nicht so richtig in Partystimmung oder Freude und Leichtigkeit fallen dir im Moment nicht so leicht, ja? Dass du vielleicht ein Problem damit hast irgendwie, ja, locker zu lassen, dich einfach zu freuen, Spaß zu haben, deine Erfolge zu feiern, vielleicht auch eine ganz bestimmte Feier oder ein Fest, was dir quer im Magen liegt. Das kann auch ganz klassisch Weihnachten sein, das kann irgendein Event sein, vielleicht gibt es eine Hochzeit diesen Monat und du hast überhaupt gar keinen Bock, dahin zu gehen. Also weil für mich ist die Neun der Kelche eben auch so eine Karte, die von einer Party oder von einer Feier sprechen kann. Und dadurch, dass sie hier eben bei der Herausforderung liegt, könnte es sein, dass vielleicht etwas ansteht in diesem Monat, worauf du keine Lust hast oder womit du dich schwer tust. Gerade auch, wenn ich mir das hier angucke, sieht es so ein bisschen nach Lustlosigkeit aus. Da komme ich aber gleich nochmal zu. Also vielleicht etwas, was eigentlich was Positives darstellt, siehst du als eine Schwierigkeit. Ja, also etwas Positives in diesem Monat, ob es jetzt eine Feier ist, ob es etwas ist, was du für dich persönlich feiern könntest, du tust dich irgendwie schwer damit. Du kannst hier irgendwie nicht so locker lassen oder vielleicht kannst du dich auch nicht so freuen. Ja, vielleicht fehlt dir so ein bisschen die Freude. Vielleicht ist das gerade so ein Ding, du freust dich gerade irgendwie nicht. Irgendwas liegt dir quer im Magen oder betrübt dich so ein bisschen. Wir schauen aber mal weiter. Was ist denn die Chance hier? Oh ja, kein Wunder. Kein Wunder, die Fünf der Schwerter. Fünf der Schwerter sind Konflikte, Streitereien. Vielleicht so folgende Szenarien. Wenn es hier um eine Feier geht, eine Veranstaltung, könnte es sein, du hast keinen Bock, dahin zu gehen, weil da jemand ist, mit dem du dich nicht so gut verstehst. Oder du hast keinen Bock auf Streitereien, auf Auseinandersetzungen.
Das könnte etwas sein. Vielleicht hast du schon so ein Gefühl, ach, dann gibt es wieder Streit oder dann gibt es da wieder irgendwas. Das ist eher unangenehm, aber das ist die Chance. Und ich glaube, du möchtest hier einen Konflikt nicht haben. Du läufst hier vor einem Konflikt weg. Ich glaube aber, dass das etwas ist, was gar nicht mal unbedingt eintreten muss oder was gar nicht der Fall sein muss. Vielleicht gab es mal einen Konflikt mit jemandem oder mit einer bestimmten Sache, mit der du dich schwer tust und du erwartest, dass das jetzt wieder so ist oder dass das wieder so kommt. Das muss es aber gar nicht. Ich sehe eher so, das sieht wirklich für mich so aus. Also das ist genau das Bild, was ich habe. Da gibt es ein Fest, eine Feier. Du hast keinen Bock drauf, weil da vielleicht jemand ist, mit dem man sich streiten könnte oder weil es da mal mit jemandem Stress gab oder weil das vielleicht so ein Ding ist, wenn man mit den Leuten da ist, dass irgendwas Unangenehmes kommt, irgendjemand sagt was Blödes, irgendjemand macht was Blödes und du hast einfach keinen Bock da drauf. Also das ist genau die Situation. Genau das sehe ich. Und ich glaube tatsächlich, dass das hier auch für manche der Fall ist. Es kann aber auch im übertragenen Sinne etwas sein. Ja, da steht vielleicht was Tolles bevor. Das muss keine Veranstaltung sein, das kann auch etwas für dich persönlich sein, ein ganz toller Weg, etwas, worauf du dich eigentlich freuen solltest, aber du erwartest Konflikte oder Schwierigkeiten. Das kann auch etwas sein, was dir eigentlich was Gutes bringen sollte, zum Beispiel eine Reise, ja, oder irgendwas anderes, was du dir gut, wo du dir was Gutes tust. Eine andere Veranstaltung oder sowas, keine Ahnung. Weil das hier ist die Freude, das ist aber die Herausforderung. Du kannst dich nicht so richtig freuen auf etwas. Irgendwie hast du auch nicht so richtig Lust. Eigentlich sollte es dir Freude bringen, aber was du hier hast, ist Konflikt, ein Konflikt. Dadurch, dass dieser Konflikt hier bei der Chance liegt, könnte es sein, dass du für dich endlich in etwas klärst, also dass du für die Zukunft etwas für dich klärst, dass du damit keinen Stress mehr hast, keinen Konflikt mehr hast. Wenn zum Beispiel eine bestimmte Angelegenheit dir immer wieder Bauchschmerzen bereitet, beispielsweise du erwartest immer, wenn du eingeladen bist bei deiner Familie, dass es dann zu Streitereien kommt und dass dann jemand was Blödes zu dir sagt. Vielleicht ein ganz bestimmtes Familienmitglied. Ja, vielleicht jemand, der echt manchmal unverschämt ist und manchmal was Doofes sagt und dann gibt es nur Stress oder du fühlst dich danach blöd oder wie auch immer. Und dann könnte es jetzt in diesem Monat die Chance geben, dass du dich endlich davon befreien kannst. Das heißt, auf einmal hat das gar keine Wirkung mehr auf dich. Auf einmal weist du die Person völlig souverän, völlig in deiner Mitte in die Schranken. Und dann macht die Person das nicht mehr. Dann gibt es keine blöden Sprüche mehr und dann interessiert dich das auch nicht mehr. Und dann kann dir das schnurzpiep egal sein, ob du gerade diese Person nochmal wieder siehst oder mit dieser Person nochmal zu tun hast, weil du hast einmal dich diesem Konflikt gestellt und dann ist das nicht mehr so. Dann kann es dir scheißegal sein, ob du dieser Person noch mal begegnest oder ob du noch mal in so eine Situation kommst, weil du das schon gehandelt hast. Du hast dich dem Unangenehmen gestellt, du weißt jetzt, wie es läuft und du sagst, hey, ja, jetzt gehe ich da nicht mehr mit Bauchschmerzen hin oder mit der Erwartung, dass es blöd ist oder ich lasse mir hier auch nicht mehr meine Laune vermiesen durch irgendjemanden. Das ist ein Beispiel. Das kannst du auch sonst wie übertragen. Das kann auch sein, dass du Angst hast vor einer Beförderung, weil du dann diese Verantwortung nicht haben möchtest. Ja, du wünschst dir vielleicht das Gehalt und du hast auch vielleicht Lust, dann mit dieser Beförderung mehr Freiheiten zu haben. Aber vielleicht macht dir das Thema Verantwortung Angst und Bauchschmerzen und das bereitet dir Konflikte. Es kann sonst was sein. Das wirst du für dich selbst am besten beantworten können. Aber ich sehe, dass es generell etwas ist, was eigentlich positiv ist. Also eigentlich ist es hier was Gutes und eigentlich sollte es Spaß machen und eigentlich sollte es dich mit Freude erfüllen. Aber du hast hier einen Konflikt. Was ich dir jetzt sagen kann, ist, wenn du dich in diesem Monat diesen Konflikt stellst, wird das in Zukunft
nicht mehr an dich rankommen. Und das sehe ich auch hier mit den vier der Kelchen. Da kann sonst was kommen, du beschäftigst dich nicht mehr damit. Du sagst, hey, ich habe das jetzt einmal durchlebt. Wenn du aber davor wegläufst, also wenn du dich vor diesem Konflikt und vor dieser Schwierigkeit und diesen unangenehmen Gefühlen, wenn du vor denen wegläufst, dann wird das immer wieder so bleiben. Das heißt, immer wieder, wenn solche Situationen aufkommen, Gelegenheiten aufkommen, wirst du immer wieder Angst fühlen, so eine Bedrückung, ein Unwohlsein, ein ungutes Gefühl. Aber wenn du einmal hinschaust und dich fragst, woher kommt das Gefühl? Warum fühle ich mich so? Ja, das steht ja vielleicht gar nicht in Relation zur Situation. Ja, du hast Angst vor etwas, wovor man vielleicht so keine Angst haben sollte. Ja, und dann fragst du dich endlich mal, was ist das? Warum fühle ich mich so? Warum habe ich so ein Problem damit? Und dann merkst du, ah, das ist das. Okay, dann weiß ich Bescheid. Und dann hast du schon sehr viel dieser schlechten Energie genommen. Dann hat das nicht mehr so viel Wirkung auf dich. Dann hat das schon sehr viel an Wirkung verloren. Und das nehme ich hier für dich wahr. Also, dass etwas nicht mehr so an dich rankommt. Du hast es dann erledigt. Es ist nicht mehr ein großes Ding. Das ist deine Chance jetzt. Das ist deine Chance. Ja, es verliert hier aber auch die Wirkung und es ist nicht mehr so interessant und es ist auch nicht mehr so das Ding. Es könnte aber auch sein, und das ist jetzt was ganz anderes, was mir noch kommt, dass du mit dem Verlauf einer Sache ein bisschen unzufrieden bist. Das hat vielleicht mit diesem Thema hier gar nichts zu tun. Du merkst vielleicht auch deine Lustlosigkeit in Bezug auf manche Dinge. Ne? Also irgendwie vielleicht fehlt dir hier wirklich die Lebensfreude und die Leidenschaft. Du bist aber gerade dabei, für die Zukunft Pläne zu schmieden, ne? Und zu schauen. Das würdest du nicht tun, wenn du auf etwas keine Lust hättest. Aber vielleicht merkst du auch, ja, was will ich denn eigentlich für die Zukunft? Und merkst vielleicht, dass da manche Dinge so ein bisschen fad geworden sind. Und dann kannst du dich auch damit beschäftigen, ne? Vielleicht auch hier wieder die Freude ins Leben zurückzuholen. Dass da nicht mehr so eine Gleichgültigkeit herrscht. So, schauen wir mal. Was haben wir hier noch an Informationen für die Waagen? Ja, sehr schön. Das hatten wir auch bei den Fischen. Hatten wir noch bei irgendeinem anderen Zeichen. Ich weiß jetzt nicht, welches genau, aber hier haben wir den wahren Wert und das Selbstbewusstsein. Das finde ich sehr schön. Also du stellst dich hier auch der Situation, ne? Du bist selbstbewusst hier, du stellst dich auch dem Konflikt und das hat dann auch keine Macht mehr über dich, weil du Macht über dich hast. Ja? Weil du erkennst, okay, so sieht's aus, Träume. Ja, was sind deine Träume für die Zukunft? Vielleicht auch deine tatsächlichen Träume, also achte mal darauf, was du träumst in diesem Monat. Aber ich glaube, hier geht es mehr so um das Thema, was sind meine Träume für die Zukunft? Was will ich denn wirklich von Herzen gerne? Und das kann manchmal echt ein blödes Gefühl sein, wenn man gar keinen Plan hat. Wenn da nichts ist, was einen begeistert. Wenn man so leidenschaftlos durchs Leben geht und sich fragt, ja, was will ich denn eigentlich? Was ist denn das, was mich bewegt? Und dahin zurückzufinden, ja, also sich damit auch mal zu beschäftigen, mal zu schauen, was ist denn da und da vielleicht auch mal was ausprobieren. So, welche Göttin begleitet dich in diesem Monat? Persephone, die Unerfahrenheit. Da habe ich das Gefühl, diese beiden Energien. Stell dich nicht kleiner, als du bist. Mach dich nicht kleiner, als du bist. Ne? Also hier in so eine unschuldige Energie nach dem Motto, ich weiß nichts, ich kann nichts, ich schaffe das nicht, sondern hier in dein Selbstbewusstsein reinkommen und sich dieser Situation stellen. Also wirklich auch mal jemanden vielleicht in die Schranken weisen, wenn jemand dir blöd kommt. Ne? Also sich nicht klein machen lassen. Das passiert oft, wenn man so immer wieder mit Situationen zu tun hat aus der Ursprungsfamilie. Also wirklich vielleicht Familienmitglieder sieht, wo man schlechte Erinnerungen mit verknüpft, wo man sich vielleicht klein und machtlos gefühlt hat. Aber du reagierst jetzt aus einer Situation einer erwachsenen Person. Du bist jetzt erwachsen, ja? Und du bist nicht mehr das Kind von damals. Und du kannst jetzt dich entscheiden, anders zu reagieren auf bestimmte Situationen. Und ich weiß, dass das hier ganz viele jetzt hören müssen und dass das für viele hier wichtig ist. So,
Schauen wir mal, was wir hier noch haben. Neuausrichtung. Zurückblicken, vorangehen. Du blickst zurück, du erkennst, das war früher, das ist jetzt nicht mehr, wir gehen jetzt vorwärts. Ja, wir sind nicht mehr das Kind, wir sind nicht mehr unerfahren, wir sind nicht mehr unschuldig, sondern wir haben hier gelernt, wir sind gewachsen und wir können jetzt auch wie Erwachsene auf diese Situation reagieren. Und wir haben Freundschaft, Unterstützung, Vergnügen, Einheit, Spiel. Und das ist genau das Ding, hol dir das wieder. Vergnügen, Einheit und Spiel. Das Vergnügen hier, das ist ein bisschen blockiert. Hol dir das wieder, finde hier wieder Freude, verbinde dich mit deinen Freunden. Ne? Die können hier vielleicht auch so ein bisschen dieser Energie wieder zurückholen. So ein bisschen diese verspielte Energie, dieses Freude haben. Ne? Vielleicht hast du hier ein Problem locker zu lassen und einfach mal dich zu entspannen und wieder Spaß zu haben. Ja, wieder in so eine unbeschwerte Energie reinkommen. Verbinde dich hier mit deinen Freunden, mit deinen Liebsten. Vielleicht ist das gerade auch ein Problem, vielleicht ist das hier ein Hinweis. Vielleicht hast du hier eine Freundschaft, wo es in letzter Zeit hakt. Es ist nicht mehr so, wie es mal war. Ja, und dann stell dich der Sache. Richte dich neu aus. Ich habe auch das Gefühl, hier muss zwischenmenschlich was geklärt werden bei euch. Also wenn es hier was zu klären gibt, meine lieben Wagen, klärt das, dass das vom Tisch ist. Ihr seid jetzt sowieso in diesem Jahr und auch im nächsten Jahr auf der Achse der Finsternisse, Waage, Widder. Diese Zeichen, diese Energien haben jetzt ein Shift. Es ist ein Shift auf der Beziehungsebene. Wie gehen wir miteinander um? Ja, das Ich und das Du. Das ist eine völlige Neuausrichtung hier und das ist eine Neuausrichtung auch in deinen Beziehungen, den Menschen, mit denen du zu tun hast, ob sie in der Familie sind, ob sie in deinem Freundeskreis sind. Hier gibt es irgendwas, wo du dich nicht stellst, aber diesen Monat kannst du das endlich hier vom Tisch fegen. Und wirklich, indem du dich stellst, nicht indem du wegläufst. No? Stell dich. 444 habe ich hier, 14, 24, 42. Immer vieren, hier haben wir die vier. Das könnte vielleicht was für dich sein. Ja. Meine lieben Wagen, das war es auch schon. Das war eure Legung für den Monat Dezember. Falls ihr persönliche Hilfe braucht, könnt ihr mich sehr gerne kontaktieren. Ich biete astrologische Beratungen an und Kartenlegungen. Schaut dazu mal auf meiner Homepage vorbei. Sie ist unter dem Video in der Infobox verlinkt. Ansonsten freue ich mich, wenn ihr diesen Kanal unterstützt durch ein kostenloses Abo, einen Daumen hoch, einen lieben Kommentar. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und würde sagen, bis zum nächsten Video.